Daniel hier von der IFA 2011 auf dem Vodafone-Stand. Hier habe ich das Samsung Wave 3, das mit BADA 2.0 heute neu von Samsung vorgestellt wurde. Und ja, es ganz ehrlich, es sieht genauso aus wie ein Samsung Android-Gerät. Wir haben hier nämlich die gleiche Oberfläche wie die TouchWiz Android-Oberfläche. Gehen wir erstmal um das Gerät herum. Wir haben hier ein 4 Zoll Display mit 800x480 Pixel Auflösung. Oben haben wir eine Webcam. Dann auf der rechten Seite haben wir einen Ein- und Ausschalter. Auf der Oberseite haben wir nichts. Auf der Rückseite haben wir eine 5 Megapixel Kamera mit LED-Licht und den Lautsprecher. Dann auf der linken Seite haben wir die Lautstärkeregelung und auf der Unterseite den Micro-USB-Port und den 3,5mm Anschluss. Ja, schauen wir uns das Ganze einfach mal genauer an. Ja, nicht mehr anzeigen. Wir haben hier Widgets wie bei Android. Man kann hier nicht mehr anzeigen. Man kann hier hoch und runter scrollen. Wir haben hier einen Kalender, Wetter, News. Bevorzugte Kontakte kann man hinzufügen. Dann haben wir den Social Hub, wie von Android bekannt. Dann ChatOn, das ist der neue Messenger-Dienst von Samsung, der auf allen Plattformen laufen soll, also auch iOS und BlackBerry. Haben wir die Samsung-Apps, das heißt, wir haben hier einen eigenen App-Store. Und ja, so sieht es wirklich aus wie ein Android-Gerät und es ist auch wirklich ziemlich schnell, es ruckelt nichts. Gehen wir mal kurz ins Internet. Ich will mal schauen, wie der Browser so ist. Das Display ist übrigens ein Super AMOLED-Display. Wieso funktioniert das hier nicht? Achso, wir haben keine Verbindung zum Netz. Schade. Auf jeden Fall. Der Musikplayer sieht genauso aus wie auf Android-Geräten. Der Kalender auch. Also wirklich vieles von TouchWiz übernommen. Und das ist wirklich schnell, es ist wirklich handlich und es ist gut verarbeitet. Wir haben hier eine Alu-Rückseite. Das heißt, ein vollkommen metallenes Phone. Ja, so viel zum Samsung Wave 3, das heute auf der IFA 2011 vorgestellt wurde. Ich bin Daniel von Tablet.de und vielen Dank fürs Zusehen.